Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist der große Bruder, Vorsitzender der provisorischen Regierung unserer neuen Staatsordnung. Willkommen zum ersten Parteitag der Partei, die sich noch keinen Namen gegeben hat. Das ist etwas, über das wir auch noch sprechen müssen. Aber zuerst zu einer Grundsatzentscheidung, die wir treffen müssen. Vorweg ein kleines theoretisches Referat. Naja, nicht ganz. Es geht nochmal um die Frage, ist eigentlich Ordnung gleichzusetzen mit Kommunismus? Da gab es ein paar Meinungen, die da ein bisschen von abgewichen sind. Ich habe mir nochmal hier, leider kann man das jetzt nicht zeigen, ich habe mir das hier nochmal genau angeguckt, was eigentlich diese möglichen ideologischen Elemente sind. Und das ist eigentlich schwerlich anders zu interpretieren. Also ich glaube, eine religiöse Auslegung eines Ordnungsstaates kann ich mir eigentlich unter diesen Aspekten ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also Ordnung, insofern, ich finde auch die Bezeichnung Ordnung hier wirklich blöd gewählt. Wenn man sich diese Ideologien, die ich euch nicht zeigen kann, hier anguckt, dann ist das einfach eine materialistische, kollektivistische Staatsordnung. Eigentlich der historische Kommunismus, der dahinter steht. Und da geht es meines Erachtens um die Verteilung von Gütern. Das war eigentlich ursprünglich, glaube ich, der Ansatz dieser Idee oder Ideologie, um eine gerechte, gleiche Verteilung. Und das führte dann in verschiedene Staatsformen, verschiedener autoritärer oder weniger autoritärer Prägung. In unserem Fall bedeutet das vor allem natürlich, es geht um normale materielle Güter, aber vor allem auch um die Verteilung von Nopisch. Und hier sind wir also wieder bei einem Kernbestandteil unserer Kultur. Auch wenn der Glaube an Nopia und alles, was da drum ist und diese ganzen religiösen Rituale, die sich entwickelt haben, wenn die jetzt vermutlich absolute Privatsache sind. Ich denke nicht, dass das unbedingt unterdrückt werden muss, aber das ist keine staatliche Angelegenheit mehr. Aber Nopisch hat nach wie vor eine riesige Bedeutung in dieser Gesellschaft. Und es geht eben darum, und darum ging es, glaube ich, auch bei der Revolte, um die gleiche Verteilung, um die Inbesitznahme der Produktionsmittel von Nopisch in gewisser Weise. So, also die Arbeiter und Bauern der Nopisch Plantagen und Fabriken wollen gewissermaßen an dieser Sache gleich teilhaben. Und daraus entwickelt sich alles Weitere. So weit, so gut. Insofern hat sich jetzt, glaube ich, also dieser Nopisch-Sache verweltlicht. Die Rituale, die spirituellen Rituale sind, werden so nach und nach verschwinden und ersetzt werden durch andere Rituale, die vermutlich mit der Partei zu tun haben und mit dem neuen Staatswesen. Aber Nopisch wird immer noch konsumiert. Nun, in dieser neuen nopistisch-kommunistischen Gesellschaft stellt sich die Frage, welche Ausrichtung das Ganze haben soll, sowohl innen als aber auch vor allem außenpolitisch. Und da gab es sehr, sehr viele, sehr ausführliche, unterschiedliche Beiträge. Und um das jetzt aber mal abstimmbar zu machen, habe ich mir überlegt, das in zwei so Grundidealtypen aufzuteilen, die wir jetzt gehen können. Der eine Idealtyp ist der, nennen wir ihn vielleicht so ein bisschen, der klassische kommunistische Großmachtstaat, der mit allen Mitteln, gerne auch mit militärischen Mitteln, versucht, die eigene globale Stellung in der Welt auszubauen. Vorbild vielleicht so ein bisschen der sowjetische Kommunismus mit Stellvertreterkriegen oder tendenziell, na gut, es ist zu keinem großen Krieg gekommen, aber es lag ja in der Luft im Kalten Krieg. Also durchaus mit militärischen Mitteln jetzt hier die Oberhand zu gewinnen. Es gibt einen Sonderaspekt zu beachten, nämlich die Tatsache, dass, wir gucken mal ganz kurz, dass inzwischen schon 4 Fraktionen auf die Seite des Kommunismus gewechselt sind. Die Osmanen, wir, die Inkas und die Niederlande, alle durchaus recht starke Fraktionen. Die Indonesier sind die letzten Großen, die sich noch nicht entschieden haben. Die Siamesen auch noch nicht. Insofern eine besondere Situation, weil die halbe, mehr als die halbe Welt schon kommunistisch ist. Und ich glaube, dann ist ebenso klar in solchen Situationen, dass um die Vormacht, um den wahren kommunistischen Glauben gekämpft wird. Und natürlich ist klar, dass unser Nopismus, unsere nopistische Spielart für uns der wahre Glaube ist und dass wir den
ja auch gegenüber den anderen kommunistischen Nationen durchsetzen wollen. Aber auch hier die Frage, wie? Also, der eine Weg ist sozusagen der aggressive, expansionistische, offensive Weg, der militärische Weg. Das würde in der aktuellen Situation mit Sicherheit einen Krieg mit den Inkas bedeuten. Auf jeden Fall Brantford zu erobern. Möglicherweise sogar weitere Eroberungen hier auf Megaria. Das würde über kurz oder lang auch einen Krieg mit Siam, denke ich, auf jeden Fall bedeuten, um auf diesem unserem Kontinent hier Klarheit zu haben. Und alles Weitere, ein Krieg gegen die anderen Ordnungsmächte ist nicht auszuschließen, um hier die Oberhoheit zu bekommen. Das ist dieser Weg, also der aggressiv militärische Weg. Der andere Weg ist der Weg der, ja, wie soll ich sagen, der Kultur der nopistischen Ordnung oder die Ordnung der nopistischen Kultur, was auch immer. Also der Weg, ich will mal eher sagen, der defensive Weg, der Weg, eine perfekte Gesellschaft aufzubauen und dadurch Ausstrahlungskraft zu bekommen. Wenn ich das jetzt mit der eher defensiv ausgerichteten chinesischen Spielart vergleiche, ist das, glaube ich, ein schiefer Vergleich. Insofern lasse ich das. Aber Kriege nur im Notfall oder nur in besonderen Situationen, das würde in diesem Fall heißen, dass wir, glaube ich, durchaus auch gemeinsam mit den anderen Ordnungsmächten gegen die Inkas vorgehen, aber eigentlich nur, um hier unseren eigenen Kontinent zu sichern, nur gegen Brantford, diesen gerechten Krieg gewissermaßen fechten. Die Siamesen, da würde ich das erstmal abwarten in diesem Falle. Und ansonsten ist da eben der Schwerpunkt auf Kultur, auf Bildung, auf die Verbesserung der eigenen Produktionsmittel und so weiter. Da gibt es ein sehr schönes Positionspapier zum ersten Parteitag von Chris. Könnt ihr euch vielleicht mal angucken. Ein längerer Beitrag unter dem Debattenvideo 82 ist, glaube ich, wo er diese Art von Gesellschaft ein bisschen ausformuliert hat. Sehr ausführlich, sehr lesenswert. Also das ist für mich so die zweite Variante. Also die eine ist sozusagen der militärische Weg, der aggressive Weg. Der andere ist der Weg der Kultur, der Arbeiterkultur, der Überzeugung, der Bildung und so weiter. Das ist die Grundsatzentscheidung, die wir, glaube ich, hier zu treffen haben. Alles andere leitet sich daraus dann ab. Insofern rechts oben in der Video, im Video gibt es wieder diese YouTube-Abstimmungsfunktion, wo ihr diese Entscheidung treffen könnt. Ich werde ausnahmsweise, bevor es weitergeht, ein weiteres Abstimmungsvideo machen. Und zwar gibt es noch ein paar andere wichtige Dinge. Aber da möchte ich von euch noch Vorschläge haben. Und zwar sollten wir über zwei Sachen noch entscheiden. Nämlich, wie soll dieser Staat heißen? Dieser neue Staat? Da sollten wir irgendwie einen Namen für finden. Da gibt es schon auch schon ein, zwei gute Vorschläge. Aber ich würde gerne sammeln. Und wie soll unsere einzig wahre Partei heißen, die natürlich immer Recht hat? Auch da bitte ich nochmal um Vorschläge. Ich werde dann also dann diverse gute Vorschläge auflisten und bevor es weitergeht, gibt es da nochmal ein weiteres Abstimmungsvideo beziehungsweise einen zweiten Parteitag. Ja, da die Zahl der Parteitage könnte Legion werden, wenn das so weitergeht. Wir werden sehen. Also, bis zum zweiten Parteitag und bitte denkt daran, abzustimmen. Ich bin gespannt. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.